Die Märkte sind auf Rekordhöhen gesprungen, Allzeithochs in den USA. In der Schweiz ist man deutlich zurückhaltender. In Japan dreht das Ganze wieder. Ja, und im DAX ist man natürlich auch gut mit dabei. Und damit stellt sich natürlich die Frage, ist die Rallye jetzt im vollen Gange? Läuft das Ganze heiß? Sind wir überbewertet? Und wie viel Raum ist tatsächlich noch nach oben, bevor das Ganze in die Korrektur übergeht? Damit werden wir uns jetzt beschäftigen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder da, begrüße Sie ganz herzlich aus Hamburg. Ja, ich bin ein paar Tage hier, genau gesagt sind es zwei, drei Wochen, bis ich dann weiterfliege, dann eben auf den nächsten Kontinent. Ja, dann bin ich erstmal in den USA und dann geht es weiter nach Lateinamerika. Freue mich schon sehr drauf, habe da natürlich auch wieder einiges vor, werde da sich natürlich auch auf dem Laufenden halten. Ja, das mache ich hier in Hamburg, besuche natürlich meine Familie, das bleibt nicht aus und das ist auch wichtig, schließlich bin ich lange genug weg. Und deshalb ist es auch gut, ein bisschen Zeit auch vor Ort zu verbringen, sich mit meinen Eltern zu treffen, beziehungsweise eben auch ein bisschen Zeit mit denen zu verbringen oder eine ganze Menge Zeit. Ganz, ganz wichtig, natürlich, klar. Aber auch ein paar Freunde zu treffen und ansonsten bleibt natürlich auch nicht aus, dass ich die eine oder andere Projektaufgabe auch habe und natürlich ein paar Videos für sie auch aufnehme. Gut, gesagt, getan, lass uns direkt in die Zahlen reingehen. Und wie sieht's da aus? Also wir schauen auf eine wirklich ereignisreiche Woche. Es gibt eine ganze Menge Zahlen, die da auf uns warten. Und das startet mit dem Bruttoinlandsprodukt des BIP aus Deutschland. Und hier wird eher die Negativität erwartet, also ein weiteres Schrumpfen, ein weiteres Quartal der Rezession. Und es wurde ja schon auch geschrieben, dass das gesamte Wirtschaftswachstum eher ein Schrumpfen war im vergangenen Jahr in Deutschland. Und damit steht Deutschland alleine da. Und auch -3% gab es dann im Endeffekt. Und das ist natürlich ein Zeichen, das macht nicht wirklich Spaß. Ja? Also es macht vor allem deshalb keinen Spaß, weil auch das ganze, die ganze Frage nach Arbeitsplätzen dann irgendwann mal im Raum steht. Ja? Werden neue Arbeitsplätze geschaffen? Welcher Qualität sind das? Wandern Unternehmen ab? Und all das, ja, ist natürlich immer die Frage. Es geht ja wirklich darum, was wird in Deutschland erwirtschaftet? Und das ist eben wiederum der Punkt, da muss man natürlich auch auf den DAX schauen und sagen, okay, wer ist denn im DAX drin? Das sind natürlich die Unternehmen, die auch im Ausland, ich behaupte mal, einen Großteil der Gewinne oder auch der Umsätze mittlerweile machen und auch einen Großteil der Produktion, ja, je nachdem, auch verlagert haben, schon seit Ewigkeiten verlagert haben. Das ist ja nicht gerade neu alles. Ja, und dementsprechend verteilt sich das und dann fallen auch dann wiederum die etwas schlechteren Zahlen in Deutschland jetzt nicht so ins Gewicht für die Unternehmensergebnisse der DAX-Konzerne, was dann wiederum erklärt, warum der DAX ja doch immer noch sehr gut mithalten kann, was die Rallye angeht. Ja, also das mal dazu. Und ich hatte es auch schon ein bisschen in dem Jahresausblick gesagt, dass man da natürlich auch nicht den Fehler begehen darf, dass man sagt, okay, Stimmung ist schlecht, also machen die DAX-Konzerne keinen Gewinn. So einfach ist es dann nicht. Und auch meine Reisen zeigen mir, dass deutsche Produkte, deutsche Unternehmen, deutsche Marken ein sehr gutes Ansehen haben. Ich verweise mal auf die riesen Adidas-Stores, Puma da jetzt weniger, aber die riesen Adidas-Stores, Puma ist auch mit dabei, aber eher dann wirklich auf Platz 2, ja, zumindest von den deutschen Produkten. Und ja, ob es eine Miele ist, ist ja kein DAX-Konzern, aber ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Hat schon alles ein großes Ansehen nach wie vor und das schlägt sich dann natürlich auch wirklich in den Bewertungen nieder, da muss man eben ganz klar sagen. Gehen wir dann in die USA, das Verbrauchervertrauen, da geht es wiederum wirklich um den Binnenmarkt und das ist eine wichtige Geschichte in den USA. Das ist ja auch der Klassiker, in Deutschland weniger wichtig, der Binnenmarkt, eher der Export, in den USA eher der Binnenmarkt, weniger Export, weil es ja kein produzierendes Land so richtig ist, sondern eher ein konsumierendes Land. Und da macht es natürlich Sinn zu gucken, ja, was wird denn da alles so wegverbraucht. Da wird eine Steigerung erwartet. Schauen wir mal, inwieweit das eintritt. Das Verbrauchervertrauen zeigt ja auch immer wieder sehr, ja, wie sehen die Verbraucher ihre Zukunft. Ja, ist ja logisch, wenn ich die schwierig sehe, konsumiere ich halt weniger und sehe natürlich auch nicht so wirklich zuversichtlich in die Zukunft, was dann wiederum die Prognose und nicht nur die Prognose, sondern auch dann letztendlich die Zahlen nach unten treibt und was dann eben auch zeigt, andeuten kann, dass die Wirtschaft doch so ein bisschen ins Straucheln kommt. Ähnliches mit den Stellenangeboten, ja, hier wird es mehr oder weniger gleichbleibend erwartet, ja, die 0,6, die wir da haben, sollten jetzt nicht so, oder die 0,60 sollten jetzt nicht so ins Gewicht fallen, schauen wir mal, wie das dann letzten Endes auch kommt. Ja, Einzelhandelsumsätze dann in Deutschland. Hier wird eine Steigerung erwartet am Mittwoch.
Ja, Umsätze ist natürlich bei einer nach wie vor stärkeren Inflation mit höheren Mehrwertsteuersätzen in einigen Lebensmittelgruppen zum Beispiel relativ zu sehen. Ja, klar, wenn die Preise raufgehen, gehen die Umsätze rauf. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Gewinn raufgeht. Und von daher kann man das durchaus mal mit Vorsicht genießen. Sicherlich interessant und wichtig, Veränderung der Arbeitslosigkeit für Deutschland, da darf man drauf schauen, denn das könnte eben wiederum zeigen, wie gesund ist eigentlich letzten Endes die Wirtschaft in Deutschland. Auch hier wieder das gleiche. Arbeitslosenquote dabei unverändert 5,9, was offen gesagt schon relativ hoch ist. Ja, gerade wenn man mal sich so andere Länder anschaut, in Thailand zum Beispiel ist mehr oder weniger Vollbeschäftigung. Und dann kann man eben sagen, ja, 5,9%. Und wir haben ja immer regelmäßig, also traditionell irgendwas um 5%, ja, in Deutschland. Und dann kann man sich fragen, ja, wo kommt das eigentlich her? Na klar, weil man nicht arbeiten muss so unbedingt, wenn man mit einem gewissen niedrigen Level zufrieden ist. Das ist halt dann der andere Aspekt dabei. Gut, und dann Verbraucherpreisindex. Also wir haben dann am Mittwoch die Inflationszahlen von 3,7 auf 3,3. Wird ein leichter Rückgang erwartet. Schauen wir mal, inwieweit das dann eintritt. Und auch hier gilt natürlich, weichen wir da ab, hat es eher Schwankungen zur Folge. Normal sollte es jetzt alles eingepreist sein, ist ja bekannt. Und der Markt hat sich darauf entsprechend eingestellt. Und wiederum, wenn wir auf den DAX schauen, hat das jetzt nicht wirklich die Relevanz, denn nochmal, die Geschäfte werden woanders gemacht. So, was haben wir denn für die USA? Ja, Rohöl lassen wir beiseite. Für uns ist hier die Zinsentscheidung der Fed am wichtigsten am Mittwoch, 5,5%. Dabei sind wir und dabei wird es auch bleiben. Und ich glaube, darauf können wir uns einfach so also auch verständigen. Da wird jetzt nichts passieren. Ja, das wurde auch schon mehr oder weniger immer wieder auch angedeutet in den Konferenzen, in den Statements, in den Reden. Da sind wir durchgesickert. Die Fed ist jetzt etwas vorsichtiger. Man ist ja vorgeprescht, hat gesagt, hey, wir können uns zwei, vielleicht sogar drei Zinssenkungsschritte vorstellen und vielleicht sogar auch ein bisschen eher im ersten Quartal. Ich glaube, das Thema ist jetzt erstmal vom Tisch. Muss man mal schauen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir bei 5,5 bleiben und das ist im Endeffekt auch eingepreist. Spannend könnte dann natürlich die Pressekonferenz werden. Ja, was heißt das für uns? Das bedeutet, dass wir an dem eigentlich bis Mittwochabend, also sagen wir dann bis zum Donnerstag, mit der moderaten Bewegung rechnen dürften. Vielleicht seitwärts sich das Ganze zeigt, der Markt oder die Märkte, auch Währungsmärkte, eher zurückhaltend reagieren und man so ein bisschen im Maintenance-Modus bleibt. Ja. Also man bewegt sich da ein bisschen, aber man will sich nicht richtig festlegen. Ich kann mir aber vorstellen, dass dann am Donnerstag schon wieder mehr gemacht wird. So, und dann gehen wir mal an den Donnerstag rein. Das haben wir auch hier, den Verbraucherpreisindex aus der Eurozone, 2,9%. Ja, da ist natürlich die Frage, kommen wir so langsam an das Inflationsziel wieder ran, also die 2,0, oder bleiben wir ein bisschen da drüber, wäre es bei also um 30% ungefähr, aber 2,9. Und das ist sicherlich auch eingepreist, nicht nur im Euro-Dollar-Verhältnis, der ja eher auch seitwärts läuft, sondern auch in den Märkten allgemein, dann eben im Euro-Stocks. Ja, da darf man sich noch auf Frau Lagarde freuen, die mal wieder was von sich gibt, darf man auch eben gucken, aber auch hier gilt, was soll sie schon Großes erzählen? Soll sie sagen, wir erhöhen? Nein, wird nicht kommen. Soll sie sagen, wir senken? Wird wahrscheinlich auch noch nicht gleich kommen. Sondern es wird eben erstmal bleiben. Wir schauen, wir warten ab und wir gucken mal, ne? So wie das ja schon immer ist. Und von daher ist das eher aus meiner Sicht ein Non-Event. Es sei denn, jetzt geht die Inflationsrate massiv runter. Wir nähern uns wirklich deutlich den 2,0 an. Dann kann ich mir vorstellen, dass wir was anderes hören. Aber das ist, glaube ich, eher unrealistisch. Und am Freitag dann die Klassiker, Non-Farm Payrolls, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, das kommt dann damit rein. Ja, und damit haben wir es im Endeffekt und damit haben wir genug Gelegenheit, jetzt in die Charts zu gehen. Ja, wie immer, wir sind im DAX Future, der F-DAX, im Wochenchart und hier sehen wir schon im Endeffekt die positive Nachricht und man folgt auch meiner Idee, ja, also meiner Prognose, was jetzt nicht wirklich schwierig war, diese Prognose abzugeben. Die letzte Woche massiv grün, Sie sehen es, da hat man eigentlich gar sich keine Blöße gelassen als Käufer. Wir sind zwar nicht ans Allzeithoch gekommen, das haben wir hier dann ja schon, was war das, in der Woche vom 2. Januar gemacht, also gleich zum Jahresanfang mit 17.123. Jetzt sind wir eben bei, was haben wir, 17.000. Und 73, also die 50 Punkte, ist auf dem Niveau ein kleiner Hüpfer und eigentlich Makulatur. Also das ist jetzt nicht wirklich dramatisch. Wie geht's weiter? Im Endeffekt, was wir hier sehen, wir haben hier diese kleine Flagge, eine schöne Korrektur nach dem Ausbruch und gehen von da aus weiter. Was super gesund ist, offen gesagt. Ja, die Struktur ist ja die hier. Impuls, Korrektur,
Impulsfortsetzung. Und das haben wir. Und wir sehen vor allen Dingen auch, wenn man sich das Ganze auch nochmal mit den Fibonacci Retracements anschaut, wie bullish das ganze Thema hier auch letzten Endes aktuell gerade ist. Das kann sich natürlich jederzeit ändern. Aber Sie sehen, wir sind gerade mal 23,6% runtergelaufen. Ja? Wir sind noch nicht mal an die 38, also rund ein Drittel, sondern wir sind bei rund ein Viertel von der Gesamtaufwärtsbewegung seit Oktober mit Durchbruch durch den massiven Widerstand, nämlich Allzeithochs, mit der Korrektur, nur ein knappes Viertel, das ist Wahnsinn. Ja, also es ist Wahnsinn in dem Sinne, dass die Marktteilnehmer direkt zugreifen und im Endeffekt auch aktuell auch nicht hergeben wollen, was sie im DAX eingesammelt haben. Ja, das sehen wir hier und das ist natürlich ein sehr, sehr deutliches Zeichen, dass hier die Käufer noch stark sind, dass die am Drücker sind, dass wir hier eben auch nur so eine moderate Korrektur haben, dass nur der Ausbruchsbereich nochmal getestet wurde, für gut befunden, dann geht die ganze Geschichte eben weiter. So, also das ist das Grundszenario und jetzt ist natürlich, dadurch, dass wir in Uncharted Territory sind, also noch nie da waren, wo wir jetzt eben sind, ja, wenn wir die 50 Punkte ausblenden, ja, wie weit kann es gehen? Dann können wir uns natürlich sagen, man kann natürlich sagen, wir gehen jetzt mit den Fibonacci Extensions, bin ich jetzt nicht so unbedingt der Freund von, aber wir können mal auf die klassischen Faktoren gucken. Was ist denn jetzt wirklich dran? Natürlich fallen zuallererst mal die psychologischen Faktoren auf. Ja? Also für psychologische Faktoren, damit meine ich eben hier die 17.500. Damit meine ich natürlich auch die rund 18.000. Also es liegt auf der Hand, dass, glaube ich, die Marktteilnehmer relativ klar und deutlich bei 17.500 für sich schon mal eine Markierung ins Buch machen, um dann zu sagen, ja, in dem Bereich, da wollten wir schon mal hin, ja, so nach dem Motto. Dass sie aber auch dann für sich sagen könnten, na gut, dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Ich nehme jetzt erstmal die Gewinne vom Tisch oder die Karten vom Tisch und die Gewinne mit. Da haben wir noch ein gutes Stück, ja, da sind wir eben jetzt aktuell hier bei, sagen wir ganz grob 17.100, haben wir noch 400 Punkte nach oben. Das kann in der einen Woche schon direkt erreicht werden. Dann muss man eben schauen, wie es weitergeht. Und das andere, die andere Variante, ich bin natürlich da so nah dran, na, da ist er. So, die andere Variante sind dann eben die 18.000. Ich glaube, da muss ich nicht weiter drauf eingehen, warum die jetzt so ins Auge fallen. Die nächste runde Zahl, das kann sicherlich was sein, wo, nein, nicht mal das hier, wo der Markt drauf schaut. An der Stelle wäre ich definitiv mit Long-Positionierung vorsichtig. Ich würde es nicht unbedingt shorten, aber ich würde durchaus nachgucken, ob ich nicht mal die Gewinne dann entsprechend mitnehme, um ja einfach abzuwarten, was die Marktteilnehmer machen. Das wäre dann eben hier die Bewegung nach oben, 17,5, nochmal hier vielleicht so ein Retest, dann aber die 18, da kannst du mal hier so ein bisschen hin und her gehen, um dann vielleicht sogar mal auf das Ausbruchsniveau zu kommen. Also sowas in der Art kann ich mir vorstellen, dass wir dann bei rund 18.000 sowas wie ein Doppeltop sehen, eine M-Formation. Das wäre offen gesagt auch der Idealzustand. Kann man jetzt eine Long-Positionierung noch eingehen, auf Wochenchart-Basis, Sie sehen es, wäre dann der Stop-Loss irgendwo bei, na, sagen wir mal 16.460, also 50, machen wir es mal einfach. Und wenn man sagt, bei 17.100 steigt man ein, hat man so gute, dann haben wir eben gute 550 Punkte. Und da sehen Sie schon, das geht vom Chance-Risiko-Verhältnis nicht auf. Darf man also in den Tag gucken. Und der Tag gibt uns, naja, auch nicht wirklich viel andere Anlässe. Ja, dann wäre der Stop-Loss sinnvollerweise auch hier. So, was heißt das? Das heißt, entweder man sagt, okay, ich gehe ein hohes Risiko ein, ausgestoppt zu werden, dann wäre unterhalb dieser großen Kerze, die man fast schon als Ausbruchskerze nehmen kann, ne, ein aggressiver Stop-Loss, aber dann bitte mit einer kleinen Positionsgröße. Ja, dann könnte man sich sowas überlegen, ob man das macht. Aber im Großen und Ganzen ist der Stop-Loss sonst wirklich hier unten unter den rund 16.450 anzusiedeln, um dann eben von dort aus ranzugehen und dann ist eben das Chance-Risiko-Verhältnis schlecht. Oder man wartet eben ab, den Lauf um die 17.500, um dann zu gucken, was passiert, um sich dann eben auch innerhalb des Tages oder im Tageschart zu positionieren. Das wäre so eine Möglichkeit, aber vielleicht sehen wir uns dann ja auch schon wieder bis dahin. Wir gehen in die Schweiz und hier sieht es im Endeffekt auch gut aus, aber natürlich auf einem anderen Niveau. Wir sind ja nach wie vor in dieser gesamten Handelsrange, ja, ich will jetzt, naja gut, nehmen wir da doch nochmal, will ich nicht, will ich doch, mache ich. So, also die untere Bereich dieser Range, den haben wir dann, können wir damit so ein bisschen spielen, sehen Sie.
in dem Bereich von 10.700, 750, also 800, 750. Da passiert natürlich einiges und dann im Tief, sagen wir mal rum bei 10.300 Punkten, passiert ja auch einiges. Das heißt, da gab es Reaktionen im Markt. Momentan sind wir deutlich oberhalb dieser Marken. Die Idee war hier in der letzten Woche, dass wir nochmal runterhüpfen oder nochmal vielleicht runterpieken können, um dann nach oben anzusteigen. Den Umweg haben wir gar nicht erst gemacht, wir sind gleich nach oben gegangen. Und Sie sehen es, die Kerze hier aus der vergangenen Woche deutlich. Ich kann mir am ehesten jetzt vorstellen, dass wir tatsächlich jetzt den Move machen, hier durch die Begrenzung bei 11.440, 25, 30, also so in dem Bereich, also ganz genau bei 11.430, 29, 30. Also da liegt der nächste Widerstand, da sind wir nah dran. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass der auch gebrochen werden wird, um dann einfach weiter hochzulaufen auf das nächste Hoch und das anzupeilen, 11.622. Da darf man gerne mal schauen, denn dieses Hoch ist durchaus auch als immer stärkere Widerstandszone zu verstehen. Denn Sie sehen, wir hatten hier mehrfach das Vergnügen, ja, das Ganze zu testen. Dann reden wir über September und Oktober 21, dann reden wir hier nochmal über Januar 22 und so weiter und so fort. Also da kann man durchaus davon ausgehen, dass wir im Endeffekt hier auf eine Reaktion stoßen dürften, dass hier der Markt erstmal runterkommt, der SMI, ja, und dann eben vielleicht sogar bis an die 11.300 rangeht. Das wäre eigentlich ganz gut, dann würden wir diese Range oder den Bereich dieser Range nochmal von oben testen, den engeren Bereich, um dann nochmal durchzubrechen. Denn der Durchbruch durch die 11.655, also über den Bereich, oder 11.600, ist im Endeffekt, ich behaupte mal, die Aufgabe des Jahres für den SMI. Und wenn wir das jetzt schon schaffen, nachhaltig schaffen, okay, dann haben wir natürlich für den Rest des Jahres Zeit, um weiter nach oben zu laufen. Da reden wir irgendwann über die 12.500 Punkte und dann irgendwann mal über das Allzeithoch. Aber bis dahin darf noch einiges passieren, wird auch noch einiges passieren. Und wir werden sicherlich auch die eine oder andere Korrektur sehen, die uns dann wiederum den Einstieg in Long-Positionen eröffnen kann. Wir gehen in den Nikkei und hier sehen wir im Endeffekt schon, das, was sicherlich auch irgendwann die anderen Märkte erwarten wird, nämlich den Rücklauf. Ja, also massiver Ausbruch nach oben und es ist relativ klar und deutlich, dass wir hier die Erwartungshaltung ja eigentlich weiter haben, dass es weiter steigt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Momentum ist im Endeffekt da drin? Und jetzt sehen wir, man hat sich hier hochgekämpft im wahrsten Sinne des Wortes, das ist wie so ein Plop und auf einmal kommt da nichts mehr. Ja, wenn wir in die Tageschart gehen, dann sehen Sie es, wir haben hier wirklich ein schönes Doppeltop abgearbeitet und jetzt laufen wir gerade runter. Eigentlich sind wir seit Dienstag im Rücklauf, in der Korrektur. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit kann es gehen? Ich kann mir vorstellen, jetzt geht es hier erstmal an das Tief, dass wir hier vielleicht nochmal lang gehen und dass wir vielleicht sowas idealerweise ausbauen wie eine Schulterkopf-Schulter-Formation. Und die würde dann mehr oder weniger lehrbuchmäßig in den Bereich der 34.000 laufen, da wo der Ausbruchsbereich ist und der muss dann nochmal getestet werden. So. Warum sage ich lehrbuchmäßig? Weil im Endeffekt die Strecke der Schulterkopf-Schulter vom Hoch bis zum Durchbruch dann auch letzten Endes zu zeichnen ist. Wenn das denn zu zeichnen ist, mach ich es mal etwas salopper, etwas hemdsärmeliger, so kennen Sie mich. Das wäre die Strecke ungefähr. Und wenn wir die dann nehmen, kommt man da in diesen Bereich rein. Also so kann man das machen, das wäre so eine Kurszielbestimmung, mal eben etwas hemdsärmeliger, aber so kennen Sie mich ja mittlerweile. Es ist deshalb hemdsärmelig, weil aus Lehrbuch kann man natürlich das ganz, ganz scharf definieren. Da bin ich jetzt weniger so ein Freund von, auch wenn ich natürlich für die technische Analyse auch stehe. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, in der Praxis sieht es eben doch mal ein bisschen anders aus. Das heißt, wir müssen mal schnell Entscheidungen treffen. Man darf auch mal ein bisschen über den Daumen peilen, weil für uns das ja Zonen sind. Ich kann es ja immer wieder betonen, Zonen, in denen sich etwas abspielen kann. Und damit haben wir natürlich so einen gewissen Spielraum. Aber klar, man kann sich natürlich auch dann auf den Punkt genau das Ziel hinlegen oder eben schauen, ob man abgeholt wird oder nicht. Das ist jetzt weniger so meine Idee, sondern ich bin da eher so im Groben unterwegs.
Gut, gehen wir damit in den S&P 500 und hier sind wir im Endeffekt ohne Zweifel immer noch weiter. Neues Allzeithoch hier haben wir gemacht bei 4.934 und 25 Pünktchen, also 25 Punkte, Bruchteilpunkte. Ja, wie geht es jetzt weiter? Ich glaube, wir können uns hier langsam mal festhalten oder festlegen, dass wir die 5.000 sehen. Ich glaube, das ist eigentlich auch hier schon eingepreist und im Buch und der Champagner und natürlich Champagner, was denn sonst, ne? Ist hier schon kaltgestellt. Bei 5.000 kann man dann auch damit rechnen, dass es nochmal runtergeht. Idealerweise wird der Ausbruchsbereich hier nochmal getestet. Wenn es blöd läuft, nach den 5.000, magische Zone, ja, da kann sein, dass es nochmal getestet wird, nochmal von unten ran und dann erwarte ich auch eher hier mal den Abprall. Und wenn es dann wirklich nach unten läuft, dann kann ich mir vorstellen, dass wir auf die 4.625 kommen. Sowas in dem Dreh, 20, 25, 30, 40, 50, ja, also so in der Gemengelage. Das wäre eine Möglichkeit, im schlimmsten Fall wäre das, im schlimmsten Korrekturfall würden wir vielleicht auf die 4.550, 70 kommen, so in dem Bereich, um dann idealerweise wieder nach oben durchzustarten. Ja. So, warum zeichne ich das ein? Weil natürlich, erstens, wir haben den Januar, der Januar-Effekt, alle sind irgendwie super bullisch, klar, wenn man will noch kaufen irgendwie, ja, wer geht schon schlecht gelaunt ins neue Jahr? Das ist ja schon auch wieder so ein Punkt. Und dann irgendwann erholt sich oder verpufft auch dieser Effekt. Ja, dann hat man wieder andere Sachen zu tun, die Zahlen kommen rein, dann muss man eben sich neu justieren. Vielleicht läuft das eine oder andere doch nicht so rund, wie das eben so ist. Oder es werden eben einfach Gewinne mitgenommen und oder abgewartet. So, und das kann eben so einen Markt auch mal dann wieder nach unten treiben. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier in eine deutliche Rückwärtsbewegung gehen oder Abwärtsbewegung gehen. Das heißt eben einfach, dass der Impuls von der Korrektur dann eben auch abgelöst wird, ganz gesund. Und idealerweise bewegen wir uns mindestens mal auf die 4.825-30, so in dem Bereich. Oder eben dann in der etwas tieferen Korrektur 4.650, 4.550. Also Pi mal Daumen in dem Bereich. Was gibt uns das? Natürlich Einstiegsgelegenheiten. Denn wer will schon das hochkaufen? Ich weiß, gibt es viele, die das tun. Die werden aber auch regelmäßig eines Besseren belehrt. Muss jeder für sich selber natürlich wissen. Aber ich bin eher so der Freund, auf Rücksetzer zu gehen. Dann eben berühmtermaßen auf Buy the Dip oder Handel aus der Korrektur herauszugehen. Was macht die Nasdaq? Oh, ist schon wieder runtergekommen. Im Endeffekt, das war die Idee hier, ja, dass wir hochlaufen in dem Bereich, sagen wir, rund 18.000. Soweit ist es gar nicht erst gekommen. Wir haben die 17.793, es fehlen also noch, oder 50, ja, es fehlen also noch ein paar Pünktchen. Es kann sogar sein, also das lasse ich das jetzt einfach stehen, dass der Markt nochmal hochhüpft. Alleine nur, um hier den Dank zu verwandeln und dann eben einfach erstmal wieder landet. Und wie lange könnte es gehen? Naja, sicherlich kommt dann einmal der Bereich hier bei rund 17.150 zum Tragen. Eher, und das ist eher so die Idee, die ich hier so habe, 16.700. Na, das letzte Allzeithoch, das wir hier so hatten, oder der Bereich des Allzeithochs. Und dann kann ich mir sogar vorstellen, dass wir auch den Bereich von rund 15.900, 16.000 mal angucken können. Denn ja, es ist relativ deutlich zu sehen, da ist noch Korrekturbedarf. Ja. Also ja, wir sind da schon mal rangedippt, aber ich denke nicht, dass das gereicht hat. So, und auch das wäre natürlich eher mal im Grundsatz bei Ceteris Paribus, bei gleichbleibenden Variablen, ansonsten eher eine Kaufgelegenheit, um sich neu zu positionieren im Index und Einzelwerten, um dann sich letztendlich auch wieder ein bisschen mehr festzulegen. Ja. Das wäre halt die Möglichkeit dabei und damit ist es eigentlich ganz gut, wenn eine Korrektur käme, oder wäre es gut, wenn eine käme, konjunktiv, um eben wirklich sich zu positionieren, auch mal, dass die Leute Gewinne mitnehmen, ja, sonst wird die Luft ja immer trockener und dünner und die Karte, die man in der Hand hat, immer heißer, ja, und deshalb ist es gut, dass wir Schwünge haben. Schauen wir mal, ob der Markt das dann auch so sieht. Und zu guter Letzt im Index der Dow Jones, hier im Future der YM, und wir sind auch hier auf Allzeithoch geschossen. Jetzt weniger rapide und rasant als zum Beispiel jetzt im S&P 500 oder gerade auch in der Nasdaq. Wir sind aber auch noch nicht runtergekommen. Ja, das heißt, ich kann mir eben auch hier vorstellen, es wird vielleicht nochmal so ein Dip, ja, sich einen Dip-Move machen, nochmal einen Sprung machen
auch hier von 38.250 auf 39.000 zu kommen, ist jetzt nicht der riesengroße Wurf. Aber wir sehen eben, es wird schwerer. Ja, die Marktteilnehmer sind jetzt noch nicht so wirklich euphorisch oder mittlerweile so euphorisch, sondern man geht verhaltener ran. Ich kann mir auch hier vorstellen, dass sie das einfach nochmal sehen wollen, dass der Markt dahin läuft, um dann runter zu korrigieren, um dann eben auch hier auf die 36.750 zu laufen. Wenn es eine tiefe Korrektur wird, dann vielleicht sogar auf die 35.880, 35.900. Und Sie sehen es auch relativ mit bloßem Auge, das wäre so ungefähr eine 50% Korrektur. Sehr gesund, bietet viele Kaufgelegenheiten sicherlich dann und wird viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie dürfen im Blätterwald dann erstmal große Zweifel wieder lesen, aber als informierter Investor, Trader und Anleger sind Sie natürlich da anders drauf und sehen solche Dinge eher als Kaufgelegenheiten. Und nochmal, sollte sich allgemein wirtschaftlich in der Welt jetzt nichts groß ändern, sind solche Dips und solche Korrekturen eher als Kaufgelegenheiten zu verstehen, denn als Crash- und Warnhinweise. Das sage ich heute, aber bitte, das kann ich nächste Woche direkt andersrum sagen, wenn sich die Lage verändert. Das ist Analyse. Und damit gehen wir in die Einzelwerte rein. Ich habe Ihnen Disney mal mitgebracht. Sie sehen, die feiern beim letzten Mal bei Disney, ist auch ein bisschen her, etwas verhaltener. Denn ja, hier bin ich auch schon davon aus, dass man fällt. Aus dem Keil heraus, aus diesem fallenden Dreieck heraus, ein Keil ist nicht ein fallendes Dreieck heraus, eigentlich relativ klar und deutlich, auch logisch. Und was macht Disney? Disney steigt. So, das ist ja okay, darf es ja machen. Und dann machen wir eben eine andere Analyse. Was habe ich Ihnen jetzt, oder warum habe ich Ihnen das mitgebracht? Weil Disney jetzt dabei ist, nach oben auszubrechen. Muss man hier gleich euphorisch werden? Wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Wir sind ja Trader. Wir machen ja nur das, was wir sehen. Und hier bietet sich eben ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis, wenn Disney das eben mitmacht. So. Und dann wäre so ein Move, also wenn der Durchbruch eben durch die 95,40 kommt, sag ich mal. Ja, dann wäre der erste Move 104. Kann es eine Korrektur geben. Wahrscheinlich wird das auch so sein. Und wenn der Markt weiter fest ist, dann reden wir über die 108. Dann reden wir über die, na, dann reden wir über die 112. Bis wir dann hier in dem Bereich bei 118 ankommen. Das kann einen Moment dauern, aber Sie sehen es vom Chance-Risiko-Verhältnis, haben wir hier ungefähr 1 zu 1, 1 zu 2, 1 zu 3, ja, Pi mal Daumen. Und damit haben wir eine gute Idee, um einen Trade zu machen, aber Sie sehen es, wir sind bei Disney grundsätzlich im Abwärtstrend, erwarten Sie da also nicht zu viel. Ja, aber wenn das Momentum stimmt und der Markt entsprechend grundsätzlich stark ist, dann wird auch eben so eine Disney mal mitgezogen und das bahnt sich hier gerade an. Tesla hat mächtig was auf die Finger bekommen und es ist halt immer wieder dieses Thema Tesla. Ja, alle sind euphorisch, ja, ey, super, und am Ende hängt Tesla an einer Person und das ist Elon Musk. Ja, und wenn Elon Musk mal wieder irgendwie stoned und breit, ja, irgendwie was von sich gibt, dann wackelt die Tesla-Aktie. Ja, das hat ja damit aber letztendlich so bedingt was zu tun, aber Sie wissen ja, wie die Menschen halt so sind. Und das habe ich gerade gehört, irgendwie zuletzt hatte er mit Joe Rogan ein Gespräch über 3 Stunden im Podcast. Da haben sie sich auch irgendwie ein paar Getränke gegönnt. Naja, das ist schon okay. Das kann man auch machen. Und es ist ja auch irgendwie sympathisch und menschlich. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, man trägt natürlich auch Verantwortung als CEO und Visionär und die Welt guckt auf ihn. Kann er ja, ne? Also, das ist so die Spannbreite oder Bandbreite, in der er so ist. Aber was hat denn Tesla jetzt am Ende wirklich runtergebracht? Ja, nicht meine Prognose vom letzten Mal. Ja. Also das ist es sicherlich nicht, aber die war absehbar. Das ist Nummer eins. Und ich hatte Ihnen ja vom BYD erzählt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ist denn die, was BYD wirklich heißt? Beyond Your Dreams vielleicht. Weiß ich nicht. Also Scherz beiseite. Die aber massiv aufgeholt haben. Und ich kann es ja nur sagen, in Asien habe ich die BYD und auch im arabischen Raum, in Jordanien zum Beispiel, gesehen. Ja, und stark und viel. Und auch als gerade die Elektromobile, ich habe auch in Jordanien, in Amman, die Elektro-VWs gesehen, die aber nicht made in Germany waren, sondern made in China mit chinesischen Schriftzeichen. Aber keine Kopien, keine Fakes, sondern wirklich VW. Ja, und das nimmt natürlich Marktanteile weg. Und das ist natürlich die Frage, kann Tesla sich jemals wieder dagegen stemmen oder ist die Ära einfach vorbei?
Und deshalb zeige ich Ihnen jetzt den Chart. Jetzt sind wir nämlich momentan an so einem Punkt angekommen. Ja, Sie sehen hier diese, ja, ist es eine Flagge? Eigentlich ja nicht, irgendwie ja doch. Das ist zumindest ein Abwärtstrendkanal, in dem wir hier rumlaufen. Ne? Und Sie sind beim unteren Ende angekommen. Und eigentlich sollte man erwarten, dass hier so eine Gegenbewegung kommt. Tut sie aber nicht. Und damit bin ich hier mittlerweile eher sehr skeptisch, was Tesla angeht. Es kann mir nämlich sein, dass wir hier direkt runterlaufen, weiter runterlaufen, dass wir hier so an die 166 kommen. Vielleicht mal nochmal dippen, um das Ganze hier von unten zu testen. Aber momentan sieht es eher danach aus, dass die Tesla auf die 116, 115 fällt. So, und das ist natürlich für Aktionäre, die jetzt irgendwie noch engagiert sind, ein echtes Warnzeichen. Denn darunter kommt ja nicht mehr viel. Ja, Sie sehen es, dass wir hier im Endeffekt tja, sehr schnell dann weiter abstürzen können. Dann reden wir sehr schnell schon über die 90, 92 in dem Dreh und dann kommt als nächstes irgendwann die 66. Das ist das Problem, das Tesla aktuell hat. Heißt also, wer investiert ist, darf sicherlich auf diesem Bereich rund um auf die 170 Dollar gespannt sein und dann eben, ja, muss dann halt auch eine Entscheidung treffen. Wer nach einer Short-Gelegenheit sucht, der wird sicherlich im Bereich von 190 Dollar dann aufmerksam, wenn so ein kleiner Bounce kommt. Ich erwarte jetzt keinen riesen Rücklauf, maximal eben die 213. Wäre vielleicht auch für Anleger ganz interessant, entsprechende Stücke abzugeben. Und sicherlich wird es welche geben, die das tun. Und damit wäre das eine ganz interessante Short-Gelegenheit, um dann eben zunächst mal auf die 116 zu laufen. Also das ist das, was ich mir für Tesla jetzt vorstellen kann. Also wie gesagt, das hat jetzt weniger was mit Elon Musk zu tun. Ja, das war eher nur so ein bisschen scherzhaft, sondern hat eher was damit zu tun. Ja, weil er ist ja auch ein cooler Typ, ja, finde ich. Aber er ist natürlich, ja, das eine ist der Mensch, das andere ist halt die Firma. Und die Firma Tesla sieht eben momentan nicht wirklich so aus, als ob man da long sein möchte. Wo man vielleicht long sein möchte, wäre Apple. Ja, schon traditionell mittlerweile. Und hier sind wir ja deutlich raufgekommen in der Woche vom 16. Januar und jetzt hier sind wir eigentlich ein bisschen runtergelaufen. Es gab wenig zu sehen und zu tun. Sie sehen es, wir sind hochgelaufen, sind runtergelaufen, haben sowas wie ein Gravestone-Doji, was eigentlich erstmal ein schlechtes Zeichen ist. Warum? Naja, wir sind hier hochgelaufen in den Bereich von 198 im Hoch, waren wir jetzt hier bei 196,38. Dort sind wir rangegangen, um direkt abzuverkaufen. Nicht hohes Momentum. Ja, man ist hier nicht wie wahnsinnig hier rübergelaufen, nur um dann gegen die Wand zu raufen oder wieder locker abzuprallen, sondern nee, man ist lustlos dahin gegangen und hat gesagt, naja, ist eigentlich auch egal jetzt. So, das ist das Problem. Auch hier aktuell bei Apple. Und ich kann mir jetzt eben vorstellen, vielleicht gibt es noch mal eine Attacke, dass wir sowas sehen wie ein Gravestone-Doji, Doppel-Shooting-Star. Um dann langsam, aber stetig wiederum auf diesen Bereich zu kommen, 182, 182,50, irgendwie so in dem Dreh. Das wäre schon gut, dann hätten wir nämlich diese Spanne, die Gesamtrange, verkleinert und hätten die dann im Endeffekt auf dem Bereich zwischen 182 und 198 verkleinert. Das wäre bullish. Alternativ kannst du natürlich jetzt so weit laufen, dass wir eben, ich nehme es mal in einem Rutsch, jetzt wieder die 170 anpeilen, dann hätten wir die gesamte Bandbreite nochmal wieder durchlaufen. Wäre jetzt auch nicht schlimm, es würde einfach die Seitwärtsbewegung, die ja seit Mitte 23 herrscht, weiterziehen und würde aber auch bedeuten, dass die dann das erste Halbjahr auch beherrscht und dass wir dann eben erstmal wieder brauchen, bis wir auf die 198 kommen, dann kann man auf die 200 gehen, dann geht das ganze Spiel weiter, ist halt traurig. Es gibt als Trading-Gelegenheiten natürlich einiges, als Anleger ist es zäh. Und da muss man natürlich sagen, wenn ich wirklich langfristig bin in so einer Aktie, dann wären hier eher so Kaufgelegenheiten. Ja, für Trader oder für Anleger. Ja, das kann man dann daraus ableiten. Gut, soweit die Marktwoche. Hier am Anfang des Jahres nochmal der Januar, der neigt sich jetzt dem Ende zu. Wir gehen in die letzten Januartage. 29. ist dann jetzt ja schon jetzt am Montag. Und ja, da darf man gespannt sein, ob der Januar-Effekt eben wirklich verpufft, ja, ob das dann eben damit schon gewesen ist und im Februar, März das Ganze etwas ruhiger wird und eben auch mit Korrekturen wird. Darauf richte ich mich jetzt eher ein mental und dann kann man eben von der Seite durchaus nach Gelegenheiten suchen, ob man dann halt als
Aktionär Gewinne mitnimmt oder als Trader, ob man dann irgendwie Shorts entsprechend sucht, ob man nach dem Pullback Short geht oder ob man nach dem Pullback Stücke abgibt. Das muss man dann mal selber sehen. Auch die Produktwahl muss man natürlich gucken. Kann man mit Optionen was machen? Futures, natürlich eher den kleineren Varianten, CFDs sowieso. Ja, und da kann man von denen, ja, damit von der Seite halt was machen. Ja, Ihnen wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg damit. Einen guten, entspannten Start in die Woche. Und wenn Sie mögen, erstens, dann folgen Sie der Playlist, ja, hier von der Marktwoche, dem Kanal von Swissquote und natürlich auch der Playlist vom Fast and Forex. Damit sehen wir uns nämlich dann am Donnerstag wieder. Und bis dahin, alles Gute, Ihr Wieland Alt.